Ja, hallo Taschenlampenfreundin, herzlich willkommen zu einem neuen Lampenvideo mit einer neuen Marke hier auf dem Tisch. Nachdem die letzten Jahre ja sehr Phoenix, dann Nightcore, dann Olight lastig waren, 2014, 15 hat sehr stark Soonite dominiert. Aber wie überall bei der TN12 konnte man schön beobachten, wie der Preis von Modell zu Modell 5 bis 10 € hochging. Ne? Und auch dort sind wir inzwischen in den Preisregionen von Phoenix und Olight angekommen. Das schafft natürlich Platz, wie damals bei Manly Comrade, ne? Für Konkurrenzprodukte, die in dem billigen Segment unten wieder einsteigen. Ne? Und da habe ich ja letztens eben durchprobiert, schön die Torfire, die mir ganz gut gefallen. Dann Convoy, super günstig, gefällt mir auch gut. Dann eben diese North Zero, wo die DC10 nicht so cool abgeschnitten hat, ne? Und die DC12 etwas besser. Die muss ich aber auch erst noch im Dauertest beweisen. Habe ich hier eine weitere neue günstige Marke auf dem Tisch, diese Creeland, wie immer man das auch aussprechen mag. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Er kommt hier in so einem, jo, Karton. Was bei dem Modell interessant ist, das ist vielleicht was für all diejenigen, die sagen, boah, ich will einfach nur eine Lampe, die Licht macht. Ne? Keine 1000 Menüs oder irgend sowas. Ne? Der ist bei diesem Modell gut aufgehoben. Denn so wie ich es jetzt bisher ausprobieren konnte, hat diese Lampe nur zwei Modi. Einen schwachen und einen starken. Und das war's. Mit dabei ist noch ein Lanyard, eins von den recht guten eigentlich, mit so einem kleinen Karabiner und so einem Begrenzer. Und zwei Dichtungsgummis kommt noch mit. Ein kleines Bedienheftchen, in dem wir lesen, dass hier eine neue XPL drin sein soll. Das finde ich ja schon mal gut. XPL LED und einen Orange Peel Reflektor. Schon mal zwei Komponenten, die mir gut gefallen. Für 18650er Akku, in dem Fall sind weder Batterien noch Akku mit dabei. Das muss man dann selber haben. Und diese Lampe ist hier angegeben, halte ich für ein bisschen übertrieben, denn sie kommt mir auch dunkler vor wie angegeben. Low-Modus mit 350 Lumen und ein High-Modus mit 1226 Lumen. Also, ich habe schon 1000 Lumen-Lampen gehabt. Die kamen mir wesentlich heller vor, aber was da immer draufsteht, ne, wenn er nicht wirklich selber Messgerät ist, um genau auszumessen, was hier in 1 Meter Entfernung noch aufschlägt. Sagen wir mal, wir haben einen mittleren Modus und einen High-Modus, wie viel da wirklich steht. Ja, wer sich's genau nochmal anschauen will, jetzt einfach mal auf Stopp drücken und hier die Daten nachlesen. Ne. Aber zwei Modi, ne? Bisschen Licht und viel Licht. Ja, ist manchmal ja gar nicht so schlecht, ne, wie wenn man sich hier durch 4, 5, 6 Menüs klicken muss, haben wir hier ein ganz einfaches Modell, das sogar über für das es hat ja fast mehr Knöpfe wie Modis, ne? Also das hätten sie auch gut über eine Knopflösung machen können, aber sie haben hier auch getrennt, ne? Denn der Endkappenschalter unterbricht wirklich, ne? Mechanisch, da fließt dann kein Standby-Strom. Hier schön, wir haben vorne wie hinten große starke Federn. Und ganz ordentlich geschnittene Gewinde, aber ein bisschen Fett hätte da drin nicht geschadet. Was an dem Modell außergewöhnlich ist, habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Wir haben vorne den bekannten Edelstahlring. Das ist ja nicht schlecht, also wenn sie runterfällt, das schützt einfach den Lampenkopf. Und hinten dasselbe. Auch an der Endkappe einen Edelstahlring. Ne? Also egal, wie euch die Lampe runterpurzelt, sie ist recht gut geschützt mit einem robusten Edelstahlende auf beiden Seiten. Ne? Vorne haben wir kein Plastik, sondern ein schönes Glas drin, ein schöner Reflektor. Und wenn das wirklich eine XPL-LED drin ist, auch noch eine richtig gute LED. Ne? Hier vorne drauf haben wir wieder Creeland stehen, XPL-LED und die Modellbezeichnung ist 7G3CS. Wir haben einen Edelstahlclip, den man umsetzen kann. Hier haben wir noch so eine Kerbe, an der man die Lampe dann andersrum tragen könnte. Oder wenn man sie sich irgendwie an eine Mütze klemmen will, ne, wo sie dafür schon ein bisschen groß und schwer ist. Ne, also, hier oben noch Doppel-Lanyard-Hole, kann man schön durchfädeln, dann steht das Lanyard hier nicht dazwischen, ist natürlich Tailstand-fähig auf beiden Seiten und sie rollt durch den Clip natürlich auch nicht weg. Von der Verarbeitung her macht sie schon mal einen sehr guten Eindruck.
Also die Haptik ist wirklich angenehm. Die Knöpfe haben einen ordentlichen Druckpunkt, einen ordentlichen Widerstand. Und ich denke, obwohl das hier rundherum zu ist, er ist schön groß und hat ein bisschen Luft, dürfte das auch noch mit Handschuhen bedienbar sein. Müssen wir mal ausprobieren. Ne? Anschalten hinten. Lampe startet im starken Modus. Und über den Kopfschalter kann ich in den schwachen Modus klicken oder sie hier elektronisch ausschalten. Ist dann in so einem Standby, aus dem ich sie hier wieder anklicken kann. Ne? Also immer High, Low, Aus. High, Low, Aus. Und wenn ich sie wirklich ganz ausmachen will, kann ich sie hier hinten wieder ausschalten. Und da spricht dann wirklich die komplette Stromversorgung. Und wieder einschalten, startet sie wieder in High. Oder? Jo. Kein Memory. Wenn man sie natürlich so ausschaltet und denkt, man hat sie aus, da fließt natürlich immer noch wahrscheinlich ein bisschen Strom. Kann natürlich mal irgendwann sein, wenn man die nach ein paar Monaten rauskramt, dass sie leer ist. Darum nicht vergessen, hinten auszuschalten. Ja, ist jetzt wegen der komische Lösung bei, sag ich mal, einer Lampe, die eigentlich so einfach gestrickt ist mit nur zwei Modi, wäre wirklich ein Knopf dann praktischer gewesen. Oder hinten über das zu steuern. Ne? Denn das verkompliziert die Lampe natürlich wieder. Hast du endlich ein Modell mit ganz wenig Funktion, einfach nur viel Licht und wenig Licht, hast du zwei Knöpfe. Ne? Da wäre eine Ein-Knopf-Lösung eine feine Sache gewesen. Ne? Da gut, halt ein bisschen den Standby-Strom minimieren, einfach nur hier so ein Kopfschalter. Wäre eigentlich ganz cool gewesen. Denn das ist wirklich eine Lampe für jemand, der sagt, ich will nie so viel Schnickschnack, ich brauche einfach nur Licht. Viel oder wenig, fertig. Kein SOS, kein Strobe, kein Beacon, kein Geblinke, kein Polizeidisco-Modus, ne? Einfach nur Licht. Da wäre die interessant. Ne? Moderne LED. Schon mal auf den ersten Blick eine sehr gute Verarbeitung. Glas, Orange Peel, coole Sache. Noch kurz Daten, dann schauen wir uns aber an, was macht die im Dunkeln. Die hat 13,6 und ein Gewicht im geladenen Zustand von in Unzen 4,4 beziehungsweise natürlich. Eichen. So, 0 in Gramm haben wir. Das haben wir 126 Gramm. Naja, sag mal, sind solche Lampen eigentlich eher für den Rucksack oder die Jackentasche, diese Lampen für die Hosentasche als EDC sind einfach im Durchmesser zu stark, ne? Aber da würde ich sagen, da quatschen wir so nicht mehr lang rum und schauen uns diese Creeland einfach mal im Dunkeln an, ne? Nun die Creeland im Dunkeln, ich schalte sie mal ein und sie startet sofort im höchsten Modus. Da müssen wir etwas nachregeln, denke ich, mit der Blende, denn da regelt die Kamera schon wieder runter bei dem, was an Licht hier zurückfällt. Ne? Das ist der starke Modus und da kann ich nicht ganz glauben, dass wir hier von 1200 Lumen reden. Ne? Das sieht für mich mehr so nach 600 aus, ne? Wenn ich so an die, ich habe hier zum Vergleich die Torfire stehen, die soll ja, wie viel haben, 800, schauen wir doch mal. Wir haben links die Torfire, rechts die Creeland. Ne? Also wenn das 800 sind, weiß ich nicht, ob das 1200 sein sollen. Was wirkt hier heller? Also ich würde fast sagen, dass die Torfire links stärker ist. Und die ist mit 800 angegeben, hier zu 1200. Ne? Ist ein bisschen gut gemeint mit den Lumenwerten. Ne? Aber die Lampe hat ein ganz ordentliches Lichtbild. Hier kommt mir sogar die Torfire ein bisschen kälter ins Bläulichere vor. Da hat die XPL, muss ich sagen, die schönere Lichtfarbe. Da haben wir doch.
Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera rüberkommt, aber in echt, das geht hier ganz leicht ins Bläuliche. Während das hier vorne Cool White, würde ich eher sagen, das ist eher, das geht schon eher ins Neutral White. Die scheint ein bisschen heller zu sein, ist vielleicht auch ein bisschen spotlastiger. Aber da muss ich sagen, die 1200 Lumen werden mit Sicherheit nicht stimmen, aber ich muss sagen, das Lichtbild dieser Creeland gefällt mir besser. Es ist ein bisschen breiter gestreut, besser verteilt und es ist nicht ganz so bläulich wie bei der Torfire. Und die VG15 hat mir bisher eigentlich sonst schon verdammt gut gefallen. Das Gesamtpaket ist ja halt wirklich klasse. Oh ja. Aber Power bringt's ja, ne? Wird richtig warm der Kopf. Da wäre mal eine Temperaturmessung interessant. Vor allem, es läuft schon eine Weile. Wie lange läuft das Video jetzt schon? Bald 3 Minuten. Mal schauen, ob hier eine Regelung stattfindet. Ja, das sind aber auch schon gute 40 Grad. Mal schauen, ob das auf die Schnelle dunkler wird oder ob es langsam runterdimmt oder ob wir überhaupt keine Regulierung haben und das Ding noch heißer wird. Runterschalten in den schwachen Modus. Sieht dann so aus. Ob das dann 360 sind, na, ich weiß nicht. Vielleicht zieht man einfach mal die Hälfte von den Werten ab und wir reden dann von 150 und 600 Lumen. Das würde ich sagen, kommt nämlich eher daran als 300 und 1200 aus. Starker Modus, mittlerer aus. Aber wo jemand, der nicht viel Schnickschnack haben will und trotzdem eine robuste Lampe will, warum nicht vielleicht nochmal eine Alternative? Werden wir auch mal ein paar Tage verwenden und schauen, wie sie sich macht. Naja, wird es eigentlich nicht mehr wärmer? Interessantes Lämpchen. Creeland 7G 3CS. Eine Non-Nonsense-Lampe. Erstaunlicherweise. Zwei Knopfbedienungen. Ne? Kannst es vorne schön über den. So hast du halt die Lampe, hältst du halt natürlich so in der Hand. Ne? Kannst du am Kopf dann besser steuern. Im Dunkeln ist natürlich ein Endkappenschalter besser zu finden. Ne? Fürs schnelle Anschalten praktisch, startet auch immer im starken Modus. Von daher vielleicht gar nicht so schlecht. Also eine Lampe, die du eigentlich über die Endkappe ein- und ausschältst. Und wenn du dann doch mal weniger Licht brauchst, musst du halt hier vorne umgreifen oder kannst sie in den Standby ausschalten und am Kopf auch wieder einschalten. Was passiert, wenn sie im Standby aus ist und du schaltest sie hinten aus, musst du sie halt hinten auch wieder anschalten. Ne? Die Klicki hinten drin haben wirklich, fühlen sich gut an. Ne? Nicht wackelig oder klapprig oder sondern richtig schön definierten Druckpunkt, starker Widerstand. Ne? Könnt ihr auch zum Morsen verwenden. Ordentlicher Schalter gefällt mir. Und auch der Schalter im Kopf, der ist unter einer Gummiabdeckung, hat ein ordentlicher Druckpunkt, Widerstand. Lässt sich schön bedienen. Naja, aber wie gesagt, 1200 Lumen kommen da glaube ich nicht hin. Da reden wir vielleicht von, ja, wenn wir es mit der Torfire vergleichen, wenn die Werte vielleicht stimmen oder auch nicht, vielleicht eher von 800 Lumen. Und das sind bestimmt auch keine 360 oder so, das sieht mir eher nach 150 aus. Aber was für Zahlen da in den Papieren stehen, das ist doch im Endeffekt, wenn du im Dunkeln eine Taschenlampe verwendest, so lang wie breit, das ist ja einfach egal. Aber wie schon erwähnt, eine Lampe für jemand, der ganz wenig Funktion will. Ne? Ja, okay. Das war's dann mal hier mit der Creeland 7G 3CS. Vorne und hinten mit Edelstahl. Zwei Knöpfe, zwei Modi. Edelstahl-Clip umsetzbar. Wenn Sie da noch einen Akku mit dazu packen in das Set, für den Anfang vielleicht keine schlechte Lösung. Aber mal schauen, wie sie sich schlägt, wenn man sie mal eine Weile verwendet. Ne? Ja. Wird gut warm der Kopf. Aber scheint jetzt hier bei der Temperatur zu bleiben. Ne?
Okay, dann würde ich sagen, danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Creeland, neue Marke hier. Mal schauen, ob es davon noch mehr gibt. Andere Modelle, denn die scheint mir von der Verarbeitung her ganz ordentlich zu sein. Habe ich noch, auch noch nicht erwähnt. Hier um den Kopfschalter haben wir auch nochmal einen Edelstahlring. Ne? Also Alu-Edelstahl-Clip, drei Ringe, gummierte Knöpfe. Drin vorne wie hinten ordentlich große Feder. Glas, XPL LED, Ordenspielreflektor. Ist okay. Ciao.